Wir haben heute den 14. Januar 2022 und es gibt ein kleines Schneeupdate und zwar zur klassischen Inversionswetterlage. Wie man an diesem Schnee, immer hier gut sehen kann, ist er ziemlich eingesackt. Es liegt vor allem daran, dass jetzt hier auf den Höhen wir seit Tagen sonniges Wetter haben aufgrund der Inversion und dadurch sehr hohe Plusgrade haben und dass der Schneedecke sehr zusetzt. In den Tälern haben wir es diesmal kälter aufgrund der Inversion, aber da nützt uns das nichts, weil da kaum Schnee liegt. Auf den mittleren Höhen, wie es hier jetzt der Fall ist, in Geroldstein, so um die 400 Metern, kann man sehr gut erkennen, dass die Schneedecke praktisch komplett dahingeschmolzen ist. Wir haben noch eine kleine Schneedecke. Der Vorteil auf den Höhen ist halt, dass die Schneeausbeute doch ein bisschen höher war. Und wir schauen gleich mal rein, wie es da aussieht. Sehr gut zu erkennen ist auch die Inversionswetterlage hier oben. Wir befinden uns jetzt auf einer Höhenlage bei Kirschweiler von ca. 550 bis 600 Metern. Und im Gegensatz eben zu Geroldstein, da hatten wir noch so 2 Grad plus, sind wir jetzt hier schon bei 6 Grad plus und Sonnenschein. Einzig und allein die letzte Woche gefallene Schneehöhe von ca. 25 cm ist es zu verdanken, dass wir hier oben überhaupt noch Schnee haben. Wir befinden uns jetzt hier unterhalb des 695 Meter hohen Schachtenberg bei Kirschweiler, wo auch der Sendemast des Südwestrundfunks Eifel beheimatet ist. Und auch hier haben wir deutliche Plusgrade, 7 bis 8 Grad plus hier auf den Höhen, bei immer noch geschlossener Schneedecke.